Hallo und herzlich willkommen, liebe Wassermänner. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Wassermänner, Sternzeichen, Aszendenten. Oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Wassermann stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen. Zum heutigen Vollmond im Zeichen Schütze. Was zeigt sich hier gerade bei den Wassermännern zu diesem Vollmond? Und da kannst du dir auch sehr gerne mein Vollmondvideo zu anschauen, wenn dich das interessiert. Aber jetzt erstmal die Wassermänner. Worum geht es hier bei den Wassermännern? Aktuell. Da fliegen zwei Karten raus. Die Acht der Kelche und die Hohepriesterin. Okay, das sind zu viele. Auch zu viele. Viel zu viele. So, also Acht der Kelche zeigt mir erstmal, dass du hier gerade irgendetwas zurücklässt. Dass du Abschied nimmst. Der Abschied schweren Herzens. Du lässt alte Gewohnheiten zurück, ein altes Umfeld, eine alte Lebenssituation, ein Job, eine Beziehung, ein Umfeld, was auch immer. Du lässt etwas zurück, nimmst Abschied und gehst weiter voran. Ja, eine Situation, die dir mal sehr vertraut war. Es ist kein leichter Abschied. Deswegen ist es ja auch der Abschied schweren Herzens. Das ist etwas, was einem natürlich nicht leicht fällt. Aber du gehst diesen Weg, weil deine innere Stimme dir das sagt. Weil du auf dein inneres Gefühl vertraust, weil deine Intuition dir das sagt und du bist ganz im Vertrauen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Dann kommt der Ritter der Kelche. Da sehen wir, dass du hier ja auch wieder sehr, sehr im Vertrauen bist. Das ist ja auch eine Energie, die sehr intuitiv ist, sehr verträumt. Auch wenn das jetzt hier nicht auf dem Bild so aussieht, ja, die Bildsprache jetzt das nicht wiedergibt, aber grundsätzlich ist der Ritter der Kelche jemand, der versöhnlich ist, der vielleicht sogar verliebt ist, kann auch sein, dass du gerade verliebt bist, oder aber sehr ja, verträumt, sehr zugewandt, liebevoll, fröhlich, beschwingt, intuitiv, vertrauensvoll, also ja, eine sehr angenehme, beschwingte Energie ist das. Königin der Schwerter, das haben wir jetzt hier unten in deinem Feld, in deinem unbewussten Bereich. Ja, da sehen wir aber das Gegenteil von dem, was wir hier sehen. Da sehe ich, dass du eher auf Distanz gegangen bist, dass du irgendwo kühl und abweisend bist gegenüber einer Sache oder einem Menschen vielleicht. Dass du dich unabhängig machst, dass du dich unabhängig gemacht hast. Königin der Schwerter ist eine sehr unabhängige Energie, sehr distanziert, kühl und abweisend. Kann sein, dass du hier gerade irgendwo sehr abweisend auftrittst gegenüber irgendjemanden. Oder aber auch, dass du hier sehr strategisch vorgehst, dass du sehr hellwach bist, sehr klar im Geist bist und jetzt hier wirklich rational Dinge bewertest, analysierst und jetzt auch sehr fokussiert bist auf etwas, was du willst. Vielleicht geht es jetzt wirklich auch um deine Freiheit und Unabhängigkeit. Das ist ja auch eine Energie, die sehr gut zum Wassermann passt, zur Uranus-Energie, die ja sehr freiheitsliebend ist und progressiv auf die Zukunft orientiert, unabhängig. Ja, also kühl und distanziert warst du, bist du hier vielleicht gerade irgendwo. Andererseits in deinem, das ist dir aber nicht bewusst. Ja, in deinem Bewusstsein bist du ganz liebevoll, ganz vertrauensvoll, ganz zuversichtlich, ganz mitfühlend. Ja, weil du hier auf das fokussiert bist, was vor dir liegt. Weil du auf die innere Stimme vertraust. Ja, hier haben wir jetzt die Fülle, das Genießen. Also das ist die letzte Zeit jetzt hier, die letzten Wochen vielleicht, Tage oder Monate, je nachdem, wie das hier zeitlich bei dir ist. Die Neun der Kelche spricht davon, dass du hier in der letzten Zeit, dass es dir gut ging, dass du Dinge genossen hast, dass du mit Freunden oder Menschen zusammen, die dir viel bedeuten, wo du dich wohlfühlst, dass du dich erfüllt gefühlt hast. Dass du dich erfüllt warst. Vielleicht ist das auch das, was du jetzt zurücklässt. Diese Fülle, diese Gemeinsamkeit, Gemeinschaft oder etwas, was dich hier innerlich erfüllt hat.
Kann auch sein, dass es hier auch ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dass hier irgendwie sich ein Traum erfüllt hat. Neun der Kelche. Ist auf jeden Fall eine angenehme Energie, die von Genuss spricht, dass man etwas hat, was, dass man eine harmonische Zeit hat, dass man sich wohlfühlt. Und ja, also wir haben schon viele Kelche hier bisher. So, du kommst jetzt als nächstes in eine Energie, wo du dich ein wenig überfordert fühlst, wo du dich belastet fühlst, wo irgendeine, vielleicht hat das mit diesem Abschied zu tun, dass du jetzt vor gewissen Belastungen stehst. Vielleicht ist es auch eine Verantwortung, die du zu tragen hast, die dich belastet, die, wo du schwer zu tragen hast. Also auf jeden Fall hast du jetzt ganz schön zu schleppen, wie man so schön sagt. Und da könnte dich etwas sehr stark fordern. Wir sehen ja auch jetzt bei dir eine Art Verhärtung. Ja, dass man hier sich versucht zu schützen. Hier sehen wir alte Verletzungen, alte Verwundungen, die mal zugeführt wurden und da verschließt man sich jetzt. Ja, da macht man irgendwo eine Tür zu und lässt irgendetwas oder jemanden nicht mehr an sich heran, weil man nicht verletzt werden möchte. Könnte natürlich ja auch das mit diesem Abschied hier sein, dieser, dass du deswegen hier eine Situation auch verlassen hast. Und es ist auch eine sehr starke Selbstbehauptungsenergie, wo du jetzt für dich einstehst und demonstrative Stärke zeigst und ja, dich schützt, absicherst, aber auch sehr entschlossen bist. Sehr entschlossen, etwas durchzuziehen und auch gewisse Fehler nicht nochmal zu wiederholen. Hier ist allerdings immer auch Vorsicht, das mit Vorsicht zu betrachten, denn diese Verhärtung kann dazu führen, dass man sich ja auch vor wichtigen neuen Erkenntnissen und Erfahrungen verschließt und das wäre dann nicht so gut. Gerechtigkeit wird hier gemacht. Hier stellt sich jetzt Gerechtigkeit ein, fährt Gerechtigkeit ein. Ein Karma-Ausgleich. Vielleicht ist irgendetwas, was man dir zugefügt hat, wird jetzt jemand anderem zurückgespielt oder umgekehrt. Ja, vielleicht ist es auch, dass du dich irgendwo unredlich verhalten hast und das jetzt zu dir zurückkommt. Eins von beiden, also es ist immer, hier wird etwas ausgeglichen. Eine Gerechtigkeit wird hier wieder ausgeglichen. Es kann aber auch sein, dass du hier sehr fair und gerecht versuchst zu sein. Das ist ja auch Schwertenergie, also auch Verstandesenergie, dass du jetzt hier fair und gerecht etwas einschätzt und versuchst, eine kluge, faire Lösung zu finden. In dieser Situation, dass du versuchst auch, ja, diplomatisch und fair auch die Perspektive anderer mit einzubeziehen hier und ja, eine kluge, faire Lösung zu finden. Fairness ist hier ein großes Thema gerade in deinem Umfeld. Also entweder ist es der Karma-Ausgleich, dass sich jetzt eine Gerechtigkeit einstellt, oder aber es geht darum, dass man hier versucht, jetzt wirklich fair und gerecht zu sein. Du wünschst dir Fülle, Stabilität, du möchtest Sicherheit. Ja, es kann sein, dass es hier auch um materielle Fülle geht, um Reichtum, innerer und äußerer Reichtum. Vielleicht geht es aber auch um die Familie, Familienstabilität oder ja, irgendetwas möchtest du hier in der Fülle haben. 10 der Münzen. Das sind deine Wünsche. Weiß nicht, ob das jetzt hier um materielle Fülle und Reichtum geht oder ob es darum geht, dass man hier gewisse Strukturen hat, die man benötigt oder die Familie möchte, dass man diesen Zusammenhalt sucht. Da geht es schon auch immer um diese materielle Fülle und Stabilität, aber auch der innere Reichtum. So, und hier kommt jetzt die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche als zweite Zukunftskarte. Ja, also wir sehen, es wird erstmal eine Situation jetzt auf dich zukommen, die dich überfordert und belastet oder zumindest, wo du schwer dran zu tragen hast. Und dann mit den 5 der Kelchen sehen wir, dass du hier erstmal dir diesen Verlust, einen Verlust bewusst wirst. Dass du hier vielleicht dann erstmal Zeit brauchst, um etwas zu überwinden, etwas zu betrauern. Also hier sehen wir eine schmerzhafte Energie von Trauer und Verlust und Kummer. Kann sein, dass du dich hier allein und verlassen fühlst, vielleicht isoliert. Oder du hast hier, also das muss kein neuer aktueller Verlust sein, der hier stattfindet. Das kann einfach auch mit einem älteren Verlust zu tun haben, der jetzt aber erstmal in dein Bewusstsein kommt.
Ja, dass du jetzt erstmal anfängst, dann hier etwas zu betrauern und dir dann auch die Zeit nehmen musst, um das zu überwinden. Also, dass du dich hier erstmal mit innerem Schmerz auseinandersetzen wirst. Ja, vielleicht, weil man hier so abweisend ist. Also, ich sehe, es gibt ja hier diese Schutzhaltung, eine Schutzmauer, die du aufgebaut hast, wo du auch dich irgendjemandem gegenüber hier auch sehr kühl und distanziert zeigst, wo du dich unabhängig machen willst, ja, und hier dich versuchst zu schützen, indem du demonstrative Stärke beweist und entschlossen etwas tust. Aber hinterher habe ich das Gefühl, wird dich hier etwas belasten und du wirst mit diesem Schmerz dennoch in Kontakt kommen und dir, ja, da werden vielleicht doch die ein oder andere Träne fließen. Da muss etwas überwunden werden. Unterliegende Energie, der Mond. Ja, wenn der Mond kommt, dann haben wir immer das Thema des großen Unbewussten, Ängste, Unsicherheiten, die sich jetzt vielleicht zeigen bei dir. Da haben wir viele unbewusste Muster, die aus den Tiefen greifen und dann wirklich über dein Gefühl in das Bewusstsein kommen. Also das heißt, du kannst ja vielleicht aktuell eine Entscheidung getroffen haben und eine Situation verlassen haben, einen Abschied genommen haben von irgendetwas oder vielleicht auch von alten Gewohnheiten oder einer Einstellung oder Mustern, Erwartungen, was auch immer. Irgendetwas, was dir mal sehr vertraut war, was dir mal sehr viel bedeutet hat, das lässt du ja zurück. Und wenn der Mond kommt, dann kommen hier die alten Gefühle hoch. Ne, dann kann es sein, dass, wie gesagt, hier mit den fünf der Kelchen hier auch, dass hier im Nachhinein dir etwas bewusst wird oder gewisse Kindheitsmuster, Gefühle auch ihren Weg zu dir finden. Und da geht es dann darum, hier muss man sich dann wirklich dieser Gefühle annehmen. Ja, durchfühlen, die Message dahinter sehen und verstehen, was ist es, was dir Angst macht, was ist es, was dir, was so, was dich unsicher sein lässt oder welche Gefühle sind es, die jetzt hier so stark ins Bild treten. Sieben der Schwerter, kommen wir hier noch. Die neun der Münzen. Ja, hier haben wir auch das Thema der Unaufrichtigkeit mit den sieben der Schwerter. Es kann sein, dass hier irgendjemand unehrlich war oder ist. Das kann sein, dass jemand sich davon stiehlt, aus dem Staub macht. Das kann aber auch sein, dass du das selbst bist. Es kann natürlich sein, dass du auch selbst du dir etwas vormachst oder nicht ganz ehrlich bist oder dich bedeckt hältst, nicht mit offenen Karten spielst, aufgrund von Ängsten und Unsicherheiten. Ja, also wir haben Ängste und Unsicherheiten und dann die Energie der Unehrlichkeit, der Trickserei. Und das kann sich auf ein Gegenüber beziehen, aber auch auf dich selbst. Aber wir sehen hier auch mit den Neun der Münzen eine Chance, eine Gelegenheit, ein Gewinn, ein Geschenk, das hier auf dich zukommt. Vielleicht ist es die Chance, ehrlich zu sein und irgendwo rein Tüch zu machen. Vielleicht ist es die Chance, sich seiner Gefühle anzunehmen und diese zu verstehen oder aufzuarbeiten. Wir schauen mal mit den Orakelkarten rein. Ui. Wow, das kam jetzt sehr eindeutig. Da kommt die Mondfinsternis. Ergebnisse in Reichweite. Das muss ich mir gleich mal anschauen. Mondfinsternisse sind ja immer größere Umbrüche. Ja, und der Mondknoten. Der aufsteigende Mondknoten, ja, da verlässt du deine Komfortzone. Da haben wir all diese Themen drin hier, der Mond, die alten Ängste und Muster und Unsicherheiten, das sind die alten Muster, die du jetzt hinter dir lässt. Und du bewegst dich jetzt auf deinen nördlichen Mondknoten zu. Und das ist der, wo du Neues wagst, wo du ein Risiko eingehst, wo du ins Wachstum gehst, in die Entwicklung gehst, wo du deinen Seelenweg gehst und deine Lebensaufgabe löst. Und dich in diesem Zusammenhang hier, der Mondfinsternis, aus alten Verstrickungen, Ängsten und Mustern löst. Moment. Ich schaue hier auch noch mal mit dem anderen Mondorakel für die Wassermänner. Worum geht es hier gerade? Wir haben hier übrigens sehr, sehr viel Lila in den Karten gerade, fällt mir auf. Die Farbe Lila. Jupiter kommt. Erkenne das Glück und den Segen in deinem Leben, der Glücksplanet. Naja, Jupiter ist ja der Herrscher vom Schützen und das ist ja der Vollmond im Schützen. Also da geht es um deine Expansion, deine Wahrheit, empfangen,
Erblühe in der weiblichen Macht und empfange die Impulse des Universums. Das ist das, auch die Hohepriesterin, die empfängt Führung, innere Führung. Die lässt sich führen, also du lässt dich ja gerade führen von der inneren Stimme, von deinen Instinkten. Achso, ich wollte erstmal jetzt hier schauen mit der Mondfinsternis, worum es hier geht. Bei dieser Karte. So, und zwar, die Situation, in der du gerade bist, erreicht bald einen Höhepunkt oder hat ihn schon erreicht. Und die wird dir jetzt aus den Händen genommen. Was du jetzt durchlebst, ist das, wofür sich deine Seele entschieden hat. Eine Chance, sich zu entwickeln. Also lass es zu, dass sich die Dinge so entfalten, wie sie es tun, und sei nachsichtig mit dir. Falls du dich von jemandem verabschiedest, hier, Acht der Kelche, oder verabschiedet hast, dann wisse, dass es zum richtigen Zeitpunkt geschieht, auch wenn es dir noch so schwer fällt. Jemandem zu vergeben, was er getan hat, könnte der Schlüssel sein, um die Situation positiv aufzulösen. Es macht das nicht richtig, was dieser Mensch getan hat, aber du lässt so die Sache hinter dir und kannst deinen Weg fortsetzen. Türen, die jetzt zuschlagen, öffnen sich nicht mehr. Es ist an der Zeit, auf den richtigen Weg zu gelangen. Ja, also der richtige Weg zu gelangen. Entschlossen, deinen Weg zu gehen. Ja, du machst eine Tür zu, das sehen wir hier. Eine Tür schlägst du zu, das habe ich vorhin auch, glaube ich, erwähnt. Gib dein Kontrollbedürfnis auf und lass die Dinge geschehen. Zu vergeben wird dich von Karma befreien. Interessant. Ja, das ist die erste Legung, wo ich jetzt hier, die ich jetzt hier sehe zum Vollmond, wo tatsächlich auch das Thema Mondknoten jetzt gefallen ist. Das ist bisher noch nicht aufgetaucht. Und auch Mondfinstern, das ist ja auch eine wirklich intensive Energie, wo du jetzt etwas Altes zurücklässt, eine Tür zuschließt und damit auch wirklich dich weiterentwickelst, in den Wachstum kommst und dich alten Ängsten und Unsicherheiten stellst. Also das ist hier bei dir wirklich bisher das ja, ein sehr intensiver Prozess. So, was noch? Darkness, die Dunkelheit. Und die Weisheit für die Wassermänner. Ja, die Dunkelheit. Ist sehr passend hier zu dieser Legung, zu diesem Blatt bisher. Schaue ich mir auch die Botschaft an, aber ich habe so eine Ahnung, worum es hier geht. Du betrittst jetzt eine Zeit, wo du nach innen gehst. Also eine Zeit, wo du jetzt ja, stärker mit dir selbst, deinen inneren Welten verbunden bist. Der Selbstreflexion, des in dir selbst Ankommens, überhaupt mit dir selbst dich zu verbinden. Und das machst du, um hier auch neue Strategien zu überlegen und zu planen. Strategien und planen, das haben wir ja auch hier. Wir haben ja hier die 7 der Schwerter. Ich habe ja gesagt, Unehrlichkeit, Unaufrichtigkeit, aber es ist eben auch die Energie, wo geplant und strategisch überlegt wird. Es ist jetzt an der Zeit, dich mit deinem Schatten auseinanderzusetzen, Schattenarbeit zu machen, was dir später sehr gute Ergebnisse bringen wird. Lass jetzt alles los, was nicht mehr für dich arbeitet. Schau dir deine Schatten an. Ja, der Mond sind die Schatten. Wie gesagt, es sind unbewusste Gefühle und Muster, die hochkommen. Und diese Gefühle wollen dir was zeigen. Da sind Botschaften, Informationen dahinter. Die darfst du dir anschauen. Die geht es darum, ja auch loszulassen, zu transformieren. Ja, das geht jetzt darum, dass du dir dessen bewusst wirst. Wir haben ja hier auch den Mond drauf, den Vollmond. Beim Vollmond geht es sowieso immer um das Loslassen, Abschließen und Vergeben, Vollenden. Und bei dir hat das auch mit gewissen Mustern zu tun oder Situationen,
die hier ihr Ende finden oder eine bestimmte Situation? Ja, etwas darf losgelassen werden. Schau dir deinen Schatten an, das Unbewusste. Welche unbewussten Gefühle, Muster, Themen sind mit dieser Situation hier verknüpft? Und welche Strategie ist jetzt hier wichtig? Welcher Plan? Welchen Plan brauchst du jetzt hier? Also es ist schon interessant, dass jetzt hier das Thema Plan und Strategie mit dieser Karte auch auftaucht. Weisheit ist mehr als Wissen. Es mag sein, dass es hier etwas gibt, was du nicht siehst, wo du noch mehr in die Tiefe gehen musst, um etwas zu erkennen, dich mehr informieren musst. Weisheit erreichst du über, erwirbt man über einen längeren Zeitraum, aber das braucht Zeit, ja. Also Weisheit wird erworben mit der Zeit. Die Hohepriesterin ist ja diese Weisheit. Aber irgendetwas möchte ja auch erkannt werden. Etwas möchte hier richtig gesehen werden. Mit der Hohepriesterin kann es, wie gesagt, sein, dass hier auch irgendeine Information jetzt hochkommt, ins Bewusstsein tritt, dass dir etwas klar wird, dass dir etwas offenbart wird. Da werden oft auch Geheimnisse offenbart. Ja, etwas wird dir vielleicht klar. Und mit der Hohepriesterin haben wir auch immer, wie gesagt, diesen inneren Prozess der inneren Reife, der emotionalen Reife, der inneren Weisheit, die heranwächst durch das, was im Außen geschieht. Ja, da haben wir auch immer diesen Prozess dieser inneren Aufarbeitung und dadurch entsteht Weisheit. Also ich sehe hier schon auch, dass bei dir so eine neue Weisheit entsteht. Vielleicht magst du jetzt auch jemanden um Hilfe bitten oder jemanden nach seiner Meinung fragen, wenn du unsicher bist. Ja, es geht dir darum, weise Entscheidungen zu treffen, weise zu handeln, weise zu werden. Die Königin der Schwerter könnte ja auch durchaus jemand sein im Außen, der dich hier beratschlagen könnte, der dir einen weisen Rat geben könnte. So. Abschließend hätte ich hier gerne noch eine Energie für die Wassermänner. Eine, ja, da kommt sie. Wagemut. Ja, es geht darum, wagemutig zu sein. Mutig. Ach nee, wir haben noch gar kein Krafttier. Ja, das müssen wir natürlich uns auch noch anschauen, sehe ich gerade. Haben wir gar kein Krafttier gezogen? Nein. Also, das Hochplateau sagt, es ist an der Zeit, die gewohnten Bahnen deines alltäglichen Lebens zu verlassen. Gehe ein paar Wagnisse ein und stelle dich deinen Ängsten. Ja, genau. Mache etwas auf neue, ungewöhnliche Art und Weise. Höre häufiger auf deine innere Stimme, Hohepriesterin, als auf die Meinungen anderer. Statt vor eventuellen Fehlschlägen wegzurennen, stelle dich ihnen entgegen und nimm ihre Chancen an. Die Geschichte hat gezeigt, dass diejenigen, die bereit sind, sich auf Fehlschläge einzulassen, später häufig großen Erfolg haben. Ja, also es geht hier darum, auch Risiken einzugehen. Ja, das haben wir schon gesagt, ne? Der Mondknoten, komm raus aus deiner Wohlfühlzone. Da geht es ja um Weiterentwicklung, Mut. Und da kommt der Hahn, die Erneuerung. Eine Inventur deiner Seele steht an, sei gut zu dir selbst. Da wird etwas in dir erneuert. Ja, du richtest dich neu aus. Ja, liebe Wassermänner, das ist es, was ich jetzt hier für dich sehe. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche dir einen wundervollen Vollmond und bis zum nächsten Mal.